Jenny? Aufstehen. Oh, hey. Ist ja gut. Wie siehst du denn aus? Du hast ja ganz rote Augen. Fieber hast du keins. Es ist alles in Ordnung. Irgendwas stimmt nicht, Jenny. Bist du krank? Ich brauche nur ein bisschen Zeit, um wach zu werden. 5 Minuten, das ist alles. Wie du meinst. Aber beeil dich. Sonja? Mit Jenny stimmt was nicht. Sie wirkt total erschöpft und völlig lethargisch. Weißt du, wann sie nach Hause gekommen ist? Nein. Ich versuchte, wach zu bleiben, aber ich bin eingeschlafen. Sowas gegen 4:30. Daniel sagt, dass es 4:30 war. Stefan, du musst mit ihr reden. Ja, ich weiß. Oh, dann tu es auch, bitte. Heute Abend. Ja, mal wieder. Ich rede mit ihr heute Abend. Versprochen. Okay, bis später. Tschüss. Kaffee. Bin ich dein Kellner, oder was? Bitte. Ja. Jenny, du warst heute Nacht wieder wer weiß wie lange in Passau unterwegs. Es ist kein Wunder, dass du todmüde bist und ein Kreislauf im Keller. Jenny, ich rede mit dir. Ich gehe jeden Morgen pünktlich zur Schule. Meine Noten sind auch okay und im Haus mache ich auch alles, was ich machen soll. Also wo liegt bitte das Problem? Vielleicht sieht das ja. Wenn du so weitermachst, dann siehst du bald aus wie eine alte, faltige Schachtel. Dann nehme ich mir halt deine Antifaltencreme, die du im Bad versteckst. Fräulein, treib's nicht zu weit. Okay, dann kaufe ich mir halt meine eigene. Und keine Angst, ich gehe heute ganz, ganz früh ins Bett. Letztes Jahr war der Sommer ziemlich trocken und der Herbst war auch nicht viel besser. Das stimmt. Deswegen können wir uns dieses Jahr kaum vom Borkenkäfer retten. Ich schlage vor, dass wir verstärkt mit Lockstofffallen arbeiten. Wozu? So können wir am besten herausfinden, wo die meisten Borkenkäfer sich aufhalten und wohin sie schwärmen. Wichtig dabei ist nur, dass die Fallen richtig angebracht sind. Dann locken wir die Borkenkäfer erst recht an. Praktisch. Richtig, genau. Ist da Chemie drin? Ich will meine Zulassung als Ökobauer nicht verlieren. Nein, das sind Pheromone, natürliche Duftstoffe. Mhm. Ach, Entschuldigung. Herr Breitkreuz? Was ist denn da los? Das sind meine Bahn! Wir haben Order vom Leitner! Das ist mir was! Ja, Herr Leitner, es ist soweit! Das ist Land! Herr Kreitmeier! Herr Kreitmeier! Ach, Sie habe ich gefressen! Auf mich brauchen Sie nicht wütend sein. Sie lassen mit Ihren Waldarbeitern in meinem Wald Bäume fällen. Ja, wo sind wir denn? Das ist doch Enteignung! Jeder hat Ihnen gesagt, dass das so mit dem Borkenkäfer nicht funktioniert. Selbst ich habe Ihnen das schriftlich mitgeteilt, per Einschreiben. Ach, und? Wie viel kommt jetzt auf mich zu? Naja, Sie müssen meine Arbeit bezahlen. Die der Waldarbeiter und kommt noch ein fettes Bußgeld dazu. Sauber. Wenn der Käfer sich weiter verbreitet, dann wird der Schaden noch viel größer. Es geht mir gar nicht um das Geld. Aber dass Sie mich von meinen Kollegen dastehen lassen, wie einen Deppen. Ja, aber warum haben Sie es denn überhaupt so weit kommen lassen? Meine Frau war krank. Ich konnte nicht überall zur gleichen Zeit sein. Dann machen Sie doch den Mund auf, Herrgott, noch mal. Zusammen kann man immer eine Lösung finden. Ich habe gedacht, ich schaff's allein. Da heißt wieder, ja, den Wächterhof mit den Kopf aus, nur weil der Moritz nicht mehr bei mir arbeitet. Tja, falscher Stolz zur falschen Zeit. Ja, ich fange mir in diesem Naturwaldreservat einen Borkenkäfer ein und Sie... Jetzt fangen Sie nicht wieder damit an. Das hat mit dem Problem überhaupt nichts zu tun. Ich habe nichts gegen dieses Naturwaldreservat. Ganz im Gegenteil. Aber wenn der Borkenkäferbefall so stark ist wie in diesem Jahr, dann muss man halt auch dort spritzen. Hätte es einen Befall einzelner Stämme gegeben... Hätten wir etwas dagegen getan, aber es gab keinen. Ja, weil nicht ist, was nicht sein darf, gell? Ist das was? Schick es mir die Rechnung und lass es mir in Ruhe. Ist sie wieder gesund? Ihre Frau, meine ich. Ja. Das freut mich. Komm. Danke. Was ist das denn? Ein Hund.
So, ich dachte, das ist ein Wollschaf. Verdienst du jetzt dein Geld mit Gassi gehen? Ach, Quatsch. Mein Nachbar ist im Keller ausgerutscht, hat sich das Bein gebrochen. Und bis es ihm besser geht, kümmere ich mich ein bisschen um Schulz 3. Schulz 3? Was ist denn das für ein Name? Kannst du mir das vielleicht mal erklären, Josef 4? Ach komm. Mein Nachbar war bis zu seiner Rente bei der Drogenfahndung. Und das ist sein dritter Hund. Die Promenadenmischung ist ein Drogenhund? Also die Polizei ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Früher hatten sie deutsche Wolfgang, Schäferhunde. Weißt wenn du einen Schimmer hättest, was Schulz 3 erschnüffeln kann, hat ihm alles seine Herrchen beigebracht. Na, was riechst du denn alles? Kannst du mir das mal erzählen, mein Junge? Wolfgang, ja? Wage es nicht, nur einmal zu denken. Was soll ich denn nicht denken? Ach, komm her. Du überlegst doch nur wieder, wie du Kapital rausschlagen kannst. Ich bitte dich. Wie kannst du mich wieder so verdächtigen? Menschen können sich ändern. Der nicht. Ich lass mit mir so nicht mehr umspringen. Was glaubt denn der eigentlich, wer er ist? Lass mich runter. Ja. Ja, was hätte er denn machen sollen? Den Borkenkäfer dort bekämpfen, wo es nötig ist. Und sich nicht an meinem Wald der goldene Nasen verdienen. Du glaubst, das Naturwaldreservat ist schuld daran, dass sich der Borkenkäfer dieses Jahr so vermehrt hat, hä? Nein, aber das Naturwaldreservat ist schuld daran, dass es kein Ende nimmt. Wir fällen die Bäume, damit der Käfer stirbt. Und im Naturwaldreservat kann er sich munter erholen und weiter vermehren. Ne? Jetzt glauben wir es endlich. Der Klimawandel ist schuld daran, dass es immer schlimmer wird. Du und dein Klimawandel. Ja. Was willst du denn mit diesem Zeug da? Auf so eine blöde Idee kann doch bloß der Leitner kommen, das nützt doch nichts. Mit den Fallen lässt sich feststellen, wo die Borkenkäfer sind und in welcher Menge. Und das hilft bei der Bekämpfung. Wenn du heute Morgen da gewesen wärst, wüsstest du Bescheid. Aha. Und mit diesen Dingen da lässt sich das beweisen. Ja? Ja, kann ich da ein paar haben? Weißt du, wie man damit umgeht? Jetzt fang nicht du auch nicht damit an. Es genügt nicht, der Leitner mich ständig entmündigt. Ja, dann nimm, was brauchst. Danke. Die hier gehen nach hinten. Ich hab doch gesagt, dass die neue Lieferung erst ins Zwischenlager soll. Ich kümmere mich drum. Bitte, ja, aber machen Sie jetzt erstmal weiter, sonst verlieren wir zu viel Zeit. Die nächsten Lieferungen aber dann ins Zwischenlager, ja? Wie Sie wünschen. Entschuldigung, aber es herrscht das reinste Chaos. Warum überlässt du die Stämme nicht den Großsägewerken? Der Borkenkäfer beweist Geschmack und sucht sich nur die besten Stämme aus. Und so günstig komme ich nie wieder an die Ware ran. Dann lass mir das Holz aber nicht so lange im Gemeindewald. Der Käfer muss raus aus dem Wald. Ich tue, was ich kann. Morgen kümmere ich mich drum, okay? Spätestens. Versprochen. Wie geht's denn dir und Anna? Ja, wenn wir Zeit miteinander haben, dann raufen wir uns ganz gut zusammen. Ich bin erst mal froh, dass sie zur Vernunft gekommen ist. Das heißt, sie hat ihre Meinung nicht geändert. Sie möchte Mutter werden und nicht nochmal Bürgermeisterin. Warum sollte sie auch? Nimm dir die Zeit. Wie denn? Schau dich doch mal um. Du, Candlelight-Dinner und romantische Abende, die müssen erst mal warten. Ihr beide müsst noch mal in Ruhe über alles reden. Anna hat sich entschieden. Der Bürgermeisterjob ist erledigt. Wir bekommen unser zweites Kind. Du solltest dir mehr Zeit für deine Frau nehmen. Kannst du dich im Moment um deine Familie kümmern? Nein. Also. Ist nett, dass du dir Gedanken machst, Stefan, aber es passt schon. Du, frag doch mal Kreitmeier. Der hat ein paar schöne Stämme, die gerückt werden müssen. Vielleicht macht er dir ja einen guten Preis. Mach ich, danke. Ist das der ganze Antrag für den Bauausschuss? Was ist mit dem Kindergarten? Es wurde verkauft. Ja, die Dame von der Galerie hat mir gerade gesagt, mein Bild, es wurde verkauft. Wirklich? Ich gratuliere. Danke. Es wurden noch 3 weitere Bilder verkauft. Die Galerie überlegt, im nächsten Jahr wieder eine Ausstellung hier im Rathaus zu machen. Wissen Sie, wer es gekauft hat? Der Käufer wollte anonym bleiben. 3.000 Euro. So viel Geld. Jetzt ist Maria und Josef. Ach, und rufen Sie doch bitte im Bauamt an wegen der Sache, ja? Wir haben 4 Bilder verkauft. Gratuliere. Ja, wir sollten das bei Gelegenheit wiederholen. Mhm. Wie geht's dir? Tut sich. Gut. Sag mal, stimmt es? Ich habe gehört, du willst nicht mehr als Bürgermeisterin kandidieren. Ja, im Moment sieht es danach aus. Aber warum? Und du liebst deinen Beruf und die Leute mögen dich.
Max? Anna. Anna, du machst einen Riesenfehler. Und das weißt du auch. Ich habe mit dir geschlafen. Das war mein Fehler. Störe ich? Nein, gar nicht. Stefan, was gibt's? Wir müssen die Fellarbeiten im Gemeindewald erweitern. Noch mehr Borkenkäferbefall? Das kann doch nicht sein. Und wir müssen zusätzlich Leute einstellen. Sonst verlieren wir zu viel Zeit. Gut, mach das. Ich sag Frau Lipschick, dass sie sich um den Papierkram kümmern soll. Entschuldigt mich. Ist das Naturwaldreservat eigentlich auch betroffen? Ich meine, jetzt mitten im Aufbau, das wäre eine Katastrophe. Die Borkenkäfer mögen Mischwälder nicht besonders. Eher alte Fichtenbestände und schon geschädigte Bäume. Aha. Warum? Das heißt das jetzt? Keine Gefahr? Ich denke, die Schäden werden sehr gering sein. Interessiert dich gar nicht, was so ein Hund alles kann? Nee, der soll sich wohlfühlen bei mir. Was könnte so ein Hund noch riechen außer Drogen? Schnaps, Zigaretten, Pilze, Menschen, alles Mögliche. Pfifferlinge, Steinpilze? Da ließen sich doch was draus machen. Um die Jahreszeit gibt's doch keine Pilze. Was hat er denn? Du fragst mich was Leichteres. Schulz, was hast du denn? Schulz, drei. Was ist denn? Jetzt such. Sag mal, bist du wahnsinnig? Ich hab die Verantwortung für den Hund. Sonst kriegen wir nie raus, was der Hund wirklich kann. Ja, und so finden wir ihn vielleicht nie mehr wieder. Ja, wollen Sie die gefällten Stämme da einfach so liegen lassen? Die Bäume wurden entrindet, die Rinde wurde verbrannt, die Gefahr ist also vorbei. Ja, aber der Kreitmeier hat schon genug einstecken müssen. Ja, hätten wir den Borkenkäferbefall einfach ignorieren sollen? Nein, aber man hätte das Ganze ein bisschen, naja, diskreter machen können. Das habe ich doch versucht. Die Waldbauern sind ihm ganz schön aufs Dach gestiegen. Und auf meinen Brief hat er nicht reagiert. Also irgendwann mal reicht's. Sie hätten mit mir reden sollen, bevor es so weit kommt. Irgendwie hätte man ihm dann schon helfen können. Sie und Ihre Männer arbeiten so viel. Wenn mal Feierabend ist, dann muss auch mal Feierabend sein. Wenn Sie hier fertig sind, dann gehen Sie bitte in den Gemeindewald, ja? Ist klar. Was sind du her? Ja, aus! Ja, schleich dich, geh weg da! Ja. Schulz, drei! Schulz, da vorne ist er! Da vorne ist er! Jetzt bleibst du, es ist alles deine Schuld! Mein Gott, dein Herrchen bringt mich um! Ja, da bist du ja endlich! Ja, da bist du! Entschuldigen Sie, ich weiß nicht, was der Hund hat, dass er so rummacht. Aber keine Angst, der beißt nicht. Ja, das sagen alle Hundebesitzer. Was hat er denn, dass er da so dran rumschnüffelt? Ich weiß nicht, was er hat. Die Fallen sollen Borkenkäfer anlocken. Und warum stellt man nicht mehr davon auf? Dann wäre doch das Problem endlich mal gelöst. Die Fallen können die Käfer nicht stoppen. Man kann damit nur feststellen, wie schlimm es ist. Verstehe. Schulz 3, jetzt ist er schon wieder weg. Verflucht nochmal, du raubst mir den letzten Nerv. So, jetzt habe ich dich. Und jetzt ist es aus mit der Freiheit, mein Schatz. Jetzt kommst du an die Leine. Schulz, wie viel? Drei. Hat anscheinend den Borkenkäfer entdeckt. Tatsächlich? Ich bin mit meinen Fallen immer noch zu nah am Wald. Genau davor hat uns dein Sohn gewarnt. Wir wollen die Käfer ja aus dem Wald rauslocken und nicht rein. Mhm. Aha. Ruf deinen Nachbar an. Warum? Ja, frag ihn, ob der Hund eventuell außer Drogen auch Borkenkäfer finden kann. Das siehst du doch. Weil dann wäre unser kleiner Freund hier ein richtiges Goldeselchen. Jenny, warte mal! Jenny! Da stehen bleiben! Was ist denn? Was soll denn das? Wo willst du denn schon wieder hin? Nur schnell zur Tankstelle, das ist alles. Wieder bis um 4 Uhr morgens, ja? 3:30, aber ist okay. Hey, das ist kein Scherz, du machst dein Abi verdammt nochmal. Meine Noten sind doch in Ordnung. Nein, sind sie nicht. Sie sind Durchschnitt. Das reicht gerade mal zum Überleben. Aber für ein anständiges Studium reicht das nicht. Wieso redest du denn nicht mehr mit mir? Ha? Du erzählst mir nichts mehr von deinen Zielen, von dem, was du studieren willst. Oder wie du dir dein Leben vorstellst, einfach nichts. Ich kümmere mich drum. Diese Null-Bock-Phase, die geht mir echt auf die Nerven. Ja, weil für dich das ganze Leben nur aus Arbeit besteht. Ich mache mir Sorgen um dich. Verstehst du das denn nicht? Musst du nicht. Ich bin alt genug. Komm, zum Abendessen an. Da bist du pünktlich zu Hause.
Hallo, Schatz. Hallo. Du hast Jenny knapp verpasst? Nein, nein. Ich habe sie schon noch erwischt. Ich habe mit ihr gesprochen. Na, ein kühles Bier? Oh, das wäre ein Traum. Komm. Sonja? Ja? Ich habe heute Anna mit Herrn Bachhofer gesehen. Und? Ja, also die Art und Weise, wie sie miteinander umgegangen sind. Was war damit? Ist das Bachhofer? Was? Mit dem sie Markus betrogen hat. Was spielt denn das für eine Rolle? Sonja, du hast mich in die ganze Sache mit reingezogen. Ja, weil ich dachte, dass ich dir vertrauen kann. Du hast mich zu einem Mitwisser gemacht. Ich muss ja Markus noch in die Augen sehen können. Da habe ich ja wohl das Recht zu erfahren, wer es ist. Es war ein Fehler, dass ich es dir gesagt habe. Aber jetzt zwing mich nicht dazu, einen zweiten zu machen. Ja. Papa. Stefan. Seit wann hast du einen Hund? Ist Josef. Ja, genau genommen ist der Hund von meinem Nachbarn. Ich muss dir was ganz Wichtiges erzählen. Und jetzt setzt euch doch erstmal hin. Ja. Danke, Mowgli. Was würdest du sagen, wenn ich behaupte, dass dieser Hund Borkenkäfer findet? Und zwar bevor du überhaupt dran denkst, dass da welche sind. Papa, ich würde dir sagen, dass ich für deine Geschichten viel zu müde bin. Das ist die Wahrheit. Josef, sag du es ihm. Wolfgang, Josef, mögt ihr auch ein Bier? Hallo. Später vielleicht. Okay. Was bist du denn für einer? Hallo. Mein Nachbar, also das Herrchen von Schulz 3, der war früher bei der Drogenfahndung. Komm her, die Leine brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dessen Schwager, ein Waldbesitzer, der hat durch Borkenkäfer fast die Hälfte seines Waldbestandes verloren. Und damit das nicht nochmal passiert... Er hat so eine Art Frühwarnsystem aus ihm gemacht. Ja, genau. Ja, ja, ich habe das schon mal gehört, dass Drogenhunde dafür benutzt werden. Aber ihr wollt mir wirklich weismachen, dass dieser kleine Kerl hier Borkenkäfer riechen kann. Er ist darauf dressiert. Was hat er denn? Wahrscheinlich wittert er Mowgli. Der macht mich wahnsinnig. Der Hund tut, was er will. Schulz, bleib, warte! Mein Gott, was hast du denn? Du bist doch sonst nicht so. Schulz 3, das ist doch voll. Du kommst sofort hierher. Man geht doch nicht in fremde Zimmer. Du kommst sofort hierher. Du blamierst uns ja. Jetzt. Schulz 3, kommst du sofort hierher. Schulz 3, jetzt komm endlich hierher. Josef, was ist denn hier los? Ich weiß nicht, was mit dem Hund los ist. Der spielt völlig verrückt. Die Tür war so ein Spalt offen. Da ist er rein, jetzt will er nicht mehr raus. Du kommst sofort hierher. Schulz 3, hierher. Hierher und Platz. Platz. So ist fein. Schulz 3, was ist denn? Was hast du denn? Also irgendwas stimmt da nicht. Ist es das, wofür ich es halte? Es ist das, wofür ich es halte. Glaubt, dass es hier Borkenkäfer gibt, dann werde ich es halt beweisen. Du hast in meinem Zimmer nichts zu suchen. Seit wann kiffst du? Ich kiffe nicht. Und was ist das? Ich habe das Zeug nur für Freunde aufbewahrt. Verarsch mich nicht. Ich rauche ab und zu mal einen Joint mit Freunden. Das ist alles. Und deshalb fährt man zur Tankstelle und besorgt sich Plätzchen. Andere saufen jedes Wochenende bis zum Unfall und keinen interessiert's. Weil wenn man einmal einen Joint zieht, dann ist man gleich ein Schwerverbrecher. Du bleibst hier. Ich wäre genauso wütend, wenn du besoffen nach Hause gekommen wärst. Das Ergebnis ist dasselbe. Deine Noten gehen den Bach runter. Und dein Leben auch. Und wofür?
um ein bisschen heil zu sein. Ach komm schon, Pops. Erst die weichen und dann die harten Drogen. Das ist doch nur dummes Gerede. Ich gehe doch nicht gleich auf den Strich, nur weil ich einmal an einem Joint ziehe. Hör zu. Das erste Mal in meinem Leben habe ich wirklich Lust, dir links und rechts eine runterzuhauen. Du bleibst auf deinem Zimmer. Scheiße. Ah. So, ein leckeren Salat. Dankeschön. Das sieht ja sehr lecker aus. Ja, ich hoffe, es schmeckt auch so. Ach, darf es sonst noch was sein? Oh ja, gern. Gern. Anna? Nein, für mich nicht, danke. So, das ist also unser romantisches Abendessen zu zweit. Gott, du weißt doch, was heute bei mir los war, oder? Wenn wir dann noch nach Passau gefahren wären, wäre viel zu spät geworden. Ja, dann hätte man noch nicht so viel trinken können. Sehr witzig. Wir können auch gern wieder nach Hause gehen. Ist ja schon gut. Toller Abend. Und? Was für eine Überraschung. Welch seltener Gast. Zu Hause fällt mir ein Decker auf den Kopf. Ja, dann herzlich willkommen. Danke. Herr Bachhofer, grüß Sie. Grüß Sie. Guten Abend, Herr Bürgermeister. Herr Bachhofer. Wollen Sie sich zu uns setzen? Nee, danke, ich möchte nicht stören. Sie stören doch nicht. Wir freuen uns. Auch ein Bier? Sie bitte. Bitte? Ich nehme von dem guten Bordeaux. Sehr. Danke. Kenner, hm? Ich habe gehört, dass Sie wegen Käferbefall ein paar sehr schöne Fichten fällen mussten. Markus. Ja, was denn? Kümmert sich mein Waldaufseher drum. Und verkaufen Sie die? Sind Sie interessiert? Natürlich, wenn die Konditionen stimmen. Ich lasse einen guten Preis machen. Das ist nett. Sie haben wirklich einen sehr geschäftstüchtigen Mann, Frau Rombach. Ja, habe ich. So, bitte schön. Danke. Bitte. Danke. Möchten Sie auch etwas essen? Ja, deswegen bin ich hier. Ich hätte gerne das Wiener Schnitzel. Sehr gerne. Danke. Also dann Prost. Zum Wohl. Habe ich auch nicht vor. Aber was willst du machen? Sie einsperren und rund um die Uhr bewachen? Nein. Ich hätte es merken müssen. In ihre roten Augen, die Lethargie. Ich habe es ja gesehen, aber... Du hast mit einem gerechnet, nur nicht damit. Nein. Sag mal, hast du in ihrem Alter Drogen genommen? Nein. Das hat mich nie gereizt. Man kann ja auch so Spaß haben. Stimmt. Drogen machen dumpf. Und irgendwann braucht man immer mehr, um überhaupt noch was zu fühlen. Sprich da die eigene Erfahrung? Ich glaube, ich muss mal deinen Kleiderschrank durchsuchen. Untersteh dich! Ich hätte nach dem schweren Unfall einfach mehr für sie da sein müssen. Du warst für Jenny da. Ach, Stefan, jetzt fang bitte nicht an, dir die Schuld dafür zu geben. Jenny ist ein intelligentes Mädchen. Sie wird schon draufkommen, dass die Kifferei sie nicht weiterbringt. Bis dahin? Werden wir sie im Auge behalten. Herrschaft, zeitlich will doch nur, dass diese Plage endlich aufhört und sonst nichts. Du redest vielleicht. Ich darf's mal nicht. Gut, dann will ich euch beweisen. Wie denn? Mit einem deiner Fallen. Der Leitner hat doch gesagt, bei diesen Fallen lässt sich ganz genau feststellen, ob es Borkenkäferbefall gibt und oder wie viele das es sind. Na? Ja, miteinander. Gut. Und, was haben Sie uns heute zu bieten? Die Lösung all eurer Probleme. Ja. Darf ich? Ja, bitte, bitte. Ich finde jeden Borkenkäfer, bevor er nur ein einziges Loch in die Rinde gebohrt hat. Ich drohe. Entschuldigen Sie mich. Kein Problem. Ich wollte sowieso gerade zahlen. Essen geht natürlich auf mich. Oh, danke. Sehr nett. Gerne. Schönen Abend noch. Wiederschauen, Frau Mach. So ein Schmarrn. Das ist kein Schmarrn. Außerdem ist es nicht das erste Mal, dass Drogenhunde für sowas benutzt werden. Darf ich mal? Bitte schön. Wie engagieren Sie und den Hund?
Jeden Tag steht ein Dummer auf. Was ist denn jetzt schon wieder los? Was habe ich denn falsch gemacht? Du hast dich bis auf die Knochen blamiert. Der Bachhofer ist doch ein netter Kerl. Und es war ein schöner Abend, oder? Das sollte unser Abend sein, Markus. Unser Abend. Und dann landen wir im Ochsen, wo du dich wie ein billiger Staubsaugervertreter benimmst. Womit wir unsere Miete bezahlen, falls du es vergessen haben solltest. Für mich musst du gar nichts bezahlen. Ich verdiene mein eigenes Geld. Aber vielleicht ist ja das, was du willst. Dass ich wieder braves Hausmütterchen werde, mich um die Kinder kümmere und von dir abhängig bin. Ach, ich kann dir doch gar nichts mehr recht machen, oder? Weißt du was? Ich laufe nach Hause. Alles in Ordnung? Was war denn los? Wir haben uns gestritten. Nichts weiter. Kann ich dich... Kann ich sonst irgendwas für dich tun? Geh. Das kannst du für mich tun. Geh einfach. Anna, schick mich nicht weg wie ein kleiner Schuljungen. Max, bitte. Anna. Hör auf. Anna. Hör auf. Anna, ich liebe dich. Nee, wirklich, Wolfgang. Mir reicht jetzt. Ausschluss, wir gehen nach Hause. So ein Hund braucht Auslauf. Wolfgang. Was denn? Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Du hast vergessen, das hier vor mir zu verstecken. Also gut. 50-50. Sag mal, du kannst doch nicht den Hund meines Nachbarn für deine miesen Geschäfte missbrauchen. Wir führen ihn Gassi, weiter nichts. Okay, okay. 70-30. 70-30 oder ich nehme Schulz 3 und wir gehen nach Hause. Ja. 60-40. Hm? 70-30. Sowas nennt sich Freund. Tja, entweder man spielt mit offenen Karten oder man hat ein gutes Blatt, so wie ich. Hm? Also gut, 70 für dich, 30 für mich. Halsabschneider. Herr Bachhofer hat Josef engagiert, dass er im Naturwaldreservat nach Borkenkäfern sucht. Mich? 70, 30. Ich bin erst vor 3 Tagen alles abgelaufen, keine Borkenkäfer. Er lässt euch also umsonst arbeiten. Ich wusste, dass da irgendwo ein Haken ist. Er lässt auch seinen Wald absuchen, keine Angst. Tut euch keinen Zwang an, schaden kann's ja nicht. Markus! Markus! Wo warst du denn? Wir waren im Sägewerk verabredet. Hey! Alles okay? Anna hat ein Verhältnis mit Max Bachhofer. Ich habe die beiden gestern Abend erwischt. Und was hat Anna gesagt? Dass sie ihr leid tut. Ist toll, oder? Erst betrügt sie mich, dann sagt sie, dass sie leid tut und das war's. Ja, aber hat sie gesagt, dass sie ein Verhältnis mit Bachhofer hat oder war das nur eine einmalige Sache? Spielt das eine Rolle? Na klar spielt es eine Rolle. Jeder macht mal Fehler.
Deswegen schmeißt man nicht gleich alles hin. Du würdest Sonja verzeihen. Ich würde sie fragen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Was schiefgelaufen ist. Ob ich einen Fehler gemacht habe. Es war eine einmalige Sache, eine Dummheit. Du hast es gewusst? Ja. Und Sonja? Auch. Und ihr sagt kein Wort? Wir wollten euch beiden helfen. Ihr habt Anna geholfen, damit sie bequem fremdgehen kann. So schaut's aus. So ein Blödsinn. Dazu, ich bin dein Freund, verdammt nochmal. Auf so Freunde kann ich wirklich verzichten. Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht. Und gerade in so einer Situation nicht. Und ich möchte auch nicht, dass du auf mich verzichtest. Weißt du was? Lass mich in Ruhe und hau bloß ab, echt. Du weißt ja, wo du mich findest. Da werde ich dich nicht suchen. Ganz bestimmt nicht. Weißt du Bescheid? Anna ist bei mir. Und wie hat Markus reagiert? Er hat mich zum Teufel gejagt. Hast du ihm gesagt, dass wir Bescheid wussten? Ich werde ihn nicht mehr belügen. Ich hole jetzt Jenny ab. Du redest mit Anna. Die beiden dürfen ihre Ehe auf keinen Fall einfach so aufgeben. Ja, ich versuche ja schon mein Bestes. Ach, und Sonja, ich liebe dich. Ich dich auch. Und wie geht's jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Es war ein Fehler, Markus Liebe, deinen Job aufzugeben. Aber so ein Fehler lässt sich doch korrigieren. Markus wird dir bestimmt verzeihen. Ich meine, ihr habt einen Sohn zusammen. Der braucht seine Eltern. Euch beide. Ihr kriegt das doch bestimmt wieder hin, oder? Ich liebe ihn. Deswegen sage ich das ja. Max. Ich liebe Max. Ich kann versuchen, irgendwie weiterzumachen. Meine Ehe zu retten, aber ich... Ich liebe Markus nicht mehr. Vielleicht kommt das wieder, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das Gefühl nicht da ist. Ciao. Jenny! Werde ich jetzt überwacht, oder was? Steig ein. Und was ist mit meinem Roller? Den holen wir später. Wohin fahren wir denn? Steig schon ein. Okay. Soll ich jetzt beichten, dass ich gekifft habe, oder was? Würde das was bringen? Servus, grüß euch. Hallo. Der Björn ist hinten an der Werkstatt. Wer ist denn Björn? Ein ziemlich cooler Typ. So, wie sieht's aus? Alles klar? Darf ich vorstellen, das ist der Björn. Tag. Das ist die Jenny und das ist ihr Vater, der Herr Leitner. Grüß dich. Björn hatte ein Drogenproblem und kommt ein-, zweimal in der Woche vorbei und hilft mir ein bisschen. Stimmt's, Björn? Haben sie dich mit Pott erwischt? Das sagt der Richtige. Hey, der ist doch voll zu. Was wollten ihr hier? Moment. Ich bin nicht bekifft. Ich habe schon lange nichts mehr geraucht. Ja, klar. So kann's dir auch gehen, wenn du nicht aufpasst. Ja, die Kifferei ist kein Spaß. Und das kann dein ganzes Leben kaputt machen. Und das werde ich verhindern. Wie war der Name nochmal? Hey, ihr wollt mich doch alle... Jenny. Jenny. Was soll denn das jetzt? Du, tut mir leid, mit Namen habe ich's nicht so. Mein Kurzzeitgedächtnis ist nicht mehr so ganz auf der Höhe. Das kommt nicht nur vom Kiffen. Doch, das macht dich süchtig. Und es macht dich krank. Und das genmanipulierte Zeug...
das ballert total rein. Jenny, ich verteufle doch nicht alles. Aber bei Drogen verstehe ich keinen Spaß mehr. Nachricht ist angekommen. Weißt du, es gibt andere Dinge, die heim machen. Wie Erfolg oder ein guter Job. Es ist einfach, sich eine Pille reinzuknallen oder einen Joint zu rauchen. Aber das bringt dich nicht weiter. Das macht dich kaputt. Jetzt geh schon ran. Es hat Zeit. Ich nutze es nicht als Ausrede, okay? Versprochen? Mhm. Hallo? Papa? Ja? Ja, brav, Schulz 3. Brav. Hast du das gesehen? Geh mal weg. Borkenkäferbefall. Das gibt's doch gar nicht. Aber ich dachte, das Problem existiert hier gar nicht. Es hat auch nicht existiert. Bis vor 2 Tagen war hier noch alles in Ordnung. Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Was hat sie denn? Sie ist eifersüchtig. Auf Schulz 3? Naja, Schulz 3 steht momentan ziemlich im Mittelpunkt. Aber eins muss man Schulz 3 lassen. Er hat sie gefunden. Ja, ja. Aber du bist und bleibst mein Star. Aber irgendwas muss sie angelockt haben. Papa, was ist das? Eine Lockstofffalle. Eigentlich. Was macht die hier? Normalerweise gehört die an den Waldrand und nicht mitten in den Wald. Aber wer macht sowas? Vielleicht steckt der feine Herr Bachhofer dahinter. Der hat uns doch extra hergeschickt. Na eben, deswegen. Er lockt mit der Falle die Käfer in den Wald. Wir sollen sie finden und Stefan steht dumm da. Mensch, Wolfgang, du leidest langsam unter Verfolgungswahn. Der Bachhofer geht doch nicht so ein Risiko ein, bloß um Stefan eins auszuwischen. Herr Breitkreuz, bitte lassen Sie alle stehen und liegen und kommen Sie mit Ihren Männern in das Naturwaldreservat. Na, wir haben hier ein paar Bäume entdeckt mit Borkenkäferbefall. Ja, ist gut. Danke. Josef hat recht. Bachhofer hat nichts damit zu tun. Es ist jemand anders. Hast du eine Ahnung, wer? Kreitmeier. Wie kommst du jetzt auf den? Ja, stimmt. Der hat doch gestern im Ochsen gesagt, er will eine Falle aufstellen, um zu beweisen, dass es Borkenkäfer im Naturwaldreservat gibt. Das passt zu ihm. Dass er dir schaden will? Nein. Aber dass er erst handelt und dann denkt. Ich wollte mit der Falle doch nur beweisen, dass es im Naturwaldreservat auch Borkenkäfer gibt. Ich wollte die Viecher doch nicht anlocken. Warum veranstalte ich eigentlich Schulungen zum Thema Lockstofffallen? Damit man lernt, richtig damit umzugehen. Ich habe mich entschuldigt. Es war keine Absicht und es tut mir leid. Schluss! Es ist noch lange nicht Schluss, Herr Kreitmeier. Noch lange nicht. Ich habe das doch nur für uns alle getan, damit das Problem endlich gelöst wird. Sowas muss man doch berücksichtigen. Ich gebe Ihnen jetzt mal einen guten Rat, auch wenn Sie es wieder nicht hören wollen. Ich höre ja zu! Lassen Sie sich helfen. Dann sparen Sie sich eine Menge Geld. Und für uns wird es einfacher. Herr Leitner? Würden Sie mir denn helfen? Was glauben Sie, warum ich hier bin? Danke. Keine Ursache. Warum hast du das eigentlich gekauft? Als ich dich im Rathaus gesehen habe, hast du vor dem Bild gestanden. Du hast mich angeschaut und ich habe mich in dich verliebt. Ich konnte nicht anders. Ich
muss sie einfach haben. Papa! Papa! Hm? Mir ist langweilig. Echt? Müssen wir was dagegen machen? Wo ist Mama eigentlich? Die Mama? Du musst heute länger arbeiten. Was ist eigentlich mit Wolfgang? Macht sein Wunderhund ihn endlich zum reichen Mann? Der Besitzer hat sich entschlossen, das Geschäft ohne Wolfgang und Josef zu machen. Oh, wieder nichts mit den Millionen. Der Hund hilft uns zwar, den Borkenkäfer zu finden, aber die Bäume müssen wir so oder so fällen. Schulz 3 hin oder her. Jenny! Ist das dein neues Disco-Outfit? Haha, ich gehe joggen. Joggen? Du? Mhm, Endorphine machen auch halt. Meine Tochter joggt. Das ist wirklich unglaublich. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Solange man die Hoffnung nicht aufgibt.